Aloha, lieber Schütze. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn auch dich interessiert, was denn der Monat August für dich so bereithält, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello my lovelies, schön, dass ihr dran geblieben seid, schön, dass du hier vielleicht auch zum ersten Mal auf meinen Kanal Magical Skills bei Caro Tarot geführt wurdest. Lieber Schütze, ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Monatslegung. Selbstverständlich kannst du diese Legung auch gut sehen, wenn du den Schütze im Mond, Venus oder auch Aszendent hast. Und selbstverständlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Wie du siehst, habe ich hier auch schon die vier Karten vorbereitet, mit denen ich hier heute legen möchte. Eine Engelskarte und eine Karte der Liebe ziehen wir zusammen live und das große Blatt mit Lenny als auch Tarotkarten lege ich jetzt für dich aus. Bis gleich. Ja, lieber Schütze, herzlich willkommen zurück. Wie du siehst, habe ich jetzt hier das große Blatt für dich ausgebreitet und jetzt möchte ich natürlich auch gerne mit dir zusammen hier noch eine Karte der Engel springen lassen, um zu gucken, welcher Engel oder welche Energie begleitet dich denn, lieber Schütze, durch den August? Welche Botschaft möchte hier raus für die lieben Schützen? Und wir haben das Aufgeben und Loslassen. Das passt sehr, sehr gut zu dem, was ich jetzt hier schon so wahrgenommen habe. Und dann gucken wir mal noch, was zeigt sich denn für dich in Sachen Liebe? Rein auf die Liebe für den Schütze geblickt. Um was geht es hier? Und wir haben den Selbstwert. Ja, also dein Selbstwert, das gucken wir uns jetzt gleich mal noch ein bisschen genauer an. Jedenfalls der Engel des Aufgebens und Loslassen möchte dir sagen, wir überschütten dich mit Segnungen unserer strahlenden Liebe für dich. Breite deine Arme aus und lass die Herausforderungen und Probleme los, die du so fest in deinen Händen gehalten hast. Öffne deine Hände, deine Arme und dein Herz unserer Liebe und Unterstützung. Wow! Eine meiner Lieblingskarten hier in diesem Deck. Ich finde sie wundervoll. Also alleine schon die Schwingung von dieser Karte ist sehr, sehr hoch. Und das ist einfach eine super schöne Energie. Also breite deine Arme aus, lasse Liebe durch dich fließen und lasse los von was auch immer du so lange festgehalten oder an was auch immer du so lange festgehalten hast. Möglicherweise geht es hier bei dir auch wirklich um Selbstwertthemen. Vielleicht hat dich jemand getriggert, hat deine Selbstwertthemen eben für dich getriggert. Und es geht für dich, lieber Schütze, auch unbedingt darum, in einen noch besseren Selbstwert scheinbar im August zu kommen. Jedenfalls hat diese Karte auch immer einen Grund. Ja, im weiteren Outcome haben wir auch bei dir das Kind. Mich wundert das überhaupt nicht. Also es geht für eigentlich alle Sternzeichen im August auch um eine Art Neuanfang. Wir haben hier noch die Karte Justice auch noch dazu. Das bedeutet, hier ist schicksalshaft ein Neuanfang für dich sozusagen schon in der Pipeline. Hier geht es scheinbar nur noch für dich darum, deinen Wert für dich selbst zu erkennen. Vielleicht auch hinsichtlich einer Situation oder einer Person, dass du dir einfach klar machst, wer du eigentlich wirklich bist, was du für ein liebenswerter, wundervoller Mensch bist und dass es hier, falls jemand deinen Selbstwert nicht erkennt oder dich hier jemand mit Füßen tritt, sozusagen, dass du einen solchen Mensch einfach gehen lässt. Bei der Karte Justice geht es hier unter anderem um die Gerechtigkeit. Es geht aber auch hierum, dass man, dass hier die Polaritäten des Weiblichen als auch des Männlichen hier in den Einklang gebracht werden. Aber wir haben auch hier die Welt, die eben auch immer alles oder die anzeigt, dass ein Zyklus endet und etwas ganz Neues hier beginnt. Möglicherweise haben auch Kinder für dich einen Einfluss im August auf dein Leben. Warum auch immer, vielleicht machen dich Kinder eben auch einfach sehr glücklich oder ein spezielles Kind, falls du selbst welche hast oder falls du auch auf irgendwie Kinder aufpasst oder damit beruflich zu tun hast, dann ist es auf jeden Fall so, dass du dort auch deinen Ausgleich findest und auch deine Freude oder vielleicht auch das hier etwas mit deinem Selbstwert zu tun hast, weil du vielleicht auch in deiner Kindheit einfach
nie von deinen Eltern Anerkennung oder Liebe wirklich bekommen hast. Und da wirst du eben auch hier eingeladen, deine Vergangenheit in dem Sinne loszulassen, dass du eben an deinem inneren Kindthema arbeitest. Nun möchte ich aber auch ganz gerne in die in das große Blatt übergehen. Und zwar haben wir auch bei dir hier beide Sonnen aus den Lenormand als auch aus den Tarotkarten, was mir einfach auch verrät, dass auch diese Legung für dich ein bisschen weitergehen könnte als nur bis zum August, sondern eben den kompletten Sommer beinhaltet. Aber es zeigt mir auch, dass du mit einer recht fröhlichen Energie und auch mit einer gewissen losgelösten Energie hier in den August startest, ja, weil du selbst legst dich hier auch in eine energetisch recht hohe Reihe. Du selbst siehst dich hier als die Herrscherin. Also dein Selbstwert dürfte hier eigentlich gar nicht unbedingt mal so angekratzt sein. Aber ich kenne ja selber auch sehr viele Schützen und ihr seid halt einfach, wie soll ich denn sagen, ihr zeigt euch nach außen oftmals anders, als ihr wirklich seid, ja? Und vielleicht siehst du dich auch nach außen unbedingt als eine Herrscherin und du möchtest auch als solche auch wahrgenommen werden von deinem Umfeld, ja? Und vor allem sehe ich ja auch hier, dass du in einen Herrscher hereinblickst. Also möglicherweise bist du in einer Beziehung oder in einer Ehe. Und wenn du jetzt hier Single bist, dann würdest du dir einen Mensch auf Augenhöhe wünschen. Und jetzt kommen wir auch schon zu der Krux. Wenn du Single bist und das schon seit Jahren, dann meine Liebe oder mein Lieber, darfst du dich auch hier mal fragen, wieso hast du denn noch nicht den richtigen Partner hier an deine Seite gestellt bekommen? Könnte es eventuell daran liegen, dass es hier Kohärenzen gibt zwischen innen und außen, zwischen deinem Verstand und deinem Herz? Also, dass du eben, wie gesagt, nicht ganz authentisch bist, ja, dass du selbst wenn du dich nach außen präsentierst, als wärst du hier der Held vom Erdbeerfeld, ja, du aber letztendlich in dir drin sehr viele Ängste hast, dass du sehr viele Zweifel vor allem auch hast, ja. Hier liegt eine Herrscherin mit Zweifeln in den Gedanken. Du hast nämlich hier die zwei der Schwerter liegen, die hier so ein bisschen deine Strahlkraft übertünchen sozusagen, ja. Und glaube mir, wir sind mittlerweile im Wassermann-Zeitalter angekommen und Menschen, auch wenn sie überhaupt null spirituell sind oder in keinster Weise großartig empathisch, selbst diese, ich sag immer, diese Soldaten an Menschen werden mittlerweile feststellen, wenn du nicht authentisch bist. Und wenn du nämlich dich nach außen hin als so wundervoll gibst, aber letztendlich in dir gar nicht von dir überzeugt bist, sondern du ständig in den Spiegel guckst, weil du nicht weil du übereitel bist, sondern weil du dich immer fragst, sehe ich gut aus? Ist mein Lidstrich noch okay? Sind meine Haare noch gut? Oder was weiß ich was, ja? Dann ist es nicht authentisch, ja? Und so ist es eben schwierig für den Spirit, dir einen Partner auf Augenhöhe zu schicken, wenn du eben gar nicht für dich wirklich eine Augenhöhe definiert hast, sozusagen. Also wenn du dir selber in die, ich sage jetzt mal ganz übersteigert in die Tasche lügst, was dein Selbstwert betrifft, ja. Es könnte aber hier auch, ich nenne mehrere Möglichkeiten, weil das hier eine Kollektivlegung ist und hier super viele Menschen zusehen und viele sehen sich aber in diesen Beispielen dann wieder, ja. Und deswegen ist es sehr wichtig und es hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht festlegen möchte und davon mal abgesehen, eine gute Kartenlegerin sieht mehrere Möglichkeiten und nicht nur eine Sache, ja. Aber jetzt nochmal, um auf den Punkt zu kommen, kann es hier auch gut sein, dass dein Selbstwert hier vielleicht auch angekratzt ist, weil hier ein Mensch sich zurückgezogen hat, ja? Weil das ist auch das, was ich hier so ein bisschen wahrnehme. Es geht für dich, lieber Schütze, hier um eine Entscheidung. Und scheinbar drückst du dich auch schon eine längere Zeit vor dieser Entscheidung. Es kann hier auch darum gehen, dass du möglicherweise auch eine Bindungsthematik hast, dass du Verlustängstlerin bist oder dass du bindungsgestört in der Hinsicht, es gibt für mich keine bindungsgestörten Menschen, es gibt nur eben Personen, die eben auch oftmals in ihrer Kindheit so schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass es ihnen eben schwerfällt, anderen Vertrauen oder ihr Herz zu schenken, ja. Und deswegen solltest du dir hier vielleicht auch nochmal mit der inneren Kindarbeit, vielleicht ist es auch nochmal für einige Schützen ein wichtiger Aspekt, ja. Ja, jedenfalls mit der Vier-Schwerter-Energie hast du dich selber in so eine Art Dornröschenschlaf versetzt,
was hier eine gewisse Entscheidung angeht. Diese Entscheidung sehe ich hier vornehmlich in Sachen Liebe, in Sachen Sexualität. Vielleicht hat es hier einfach was mit einer Verbindung zu tun, mit einem ganz speziellen Menschen, in den du vielleicht auch hier schon reinschaust. Ja? Vielleicht ist hier eine Beziehung gerade an der Kippe. Ja? Vielleicht seid ihr schon Jahre zusammen oder verheiratet und irgendwie ist so ein bisschen die Luft raus. Das nehme ich hier zumindest mal für einige wahr. Und du hast dich hier oder vielleicht auch dein Gegenüber hier zurückgezogen in diesen Dornröschenschlaf. Und hier steht man gerade an so einem Scheidepunkt, ja, dass man sich eben überlegt, wie soll es denn jetzt weitergehen? Bleibe ich bei dieser Person oder lasse ich es lieber sein? Ja? Das ist auch übrigens deine Prüfungsaufgabe im August, hier diese Entscheidung zu treffen. Für einige wenige könnte das auch was mit einer Vertraglichkeit zu tun haben, also was deine Finanzen angeht, vielleicht aber auch dein Berufsleben. Es kann aber auch Immobilien betreffen oder eben auch alles andere, was mit Verträgen zu tun hat, dass du hier schon eine längere Zeit eine Entscheidung vor dir herschiebst, weil du wolltest hier eben auch etwas eine lange Zeit nicht sehen. Und ich nehme auch wahr, dass du selber in einem sehr starken Wachstumsprozess gerade steckst und das auch vielleicht schon seit über einem Jahr. Und hier geht es möglicherweise auch für einige darum, hier auch etwas öffentlich zu machen. Vielleicht hast du dich ja schon tief in deinem tiefsten Inneren, Entschuldigung, für irgendetwas entschieden, aber dein Selbstwert oder dein Standing im Außen lässt es aber nicht zu, dass du das öffentlich machst. Ja, vielleicht. Das hat ja immer einen Grund, warum Karten fallen. Auch gerade diese Energiekarten sind super wichtig, ja. Und vielleicht darfst du da nochmal auf deinen Selbstwert schauen und gucken, wo lebst du denn noch nicht authentisch? Wo traust du dich denn noch nicht im Außen zu sagen, welchen Stand du gerade hast, ja? Oder wie du vielleicht auch über irgendetwas denkst, ja? Also ich kann dir da nur aus eigener Erfahrung sagen, sag immer offen und ehrlich, was du denkst, wie du fühlst. So kommst du im Leben weiter. Klar, man eckt unfassbar krass an, aber ich sag auch immer, wenn man bei Menschen oder in Situationen aneckt, indem du das sagst, was du möchtest, was du liebst oder für was du stehst, dann ist es auch richtig, denn dann sollen diese Menschen aus deinem Leben verschwinden oder auch diese Situationen sollten sich dann in deinem Leben lösen. Ja, aber das erreichen wir nur, indem wir durch unseren guten Selbstwert authentisch dazu stehen, was wir möchten. Und dazu gehört es natürlich auch immer, Dinge aufzugeben und auch loszulassen, weil erst wenn du dieses freie Händeprinzip lebst, kannst du auch wieder Neues empfangen. Und so ist es auch hier. Möglicherweise ist dieser Tourmoment hier vielleicht auch schon über ein Jahr her, ja? Und ich sehe das auch so, dass es hier vielleicht auch für einige um eine Scheidung geht oder auch hier um eine Trennung, die man eben vielleicht auch wirklich erstmal nur in den Gedanken hat, aber vielleicht auch schon eine sehr, sehr lange Zeit. Vielleicht denkst du schon seit über einem Jahr darüber nach, dich von deinem jetzigen Partner zu trennen, aber du hast einfach nicht den Mumm. Oder vielleicht geht es hier auch um Abhängigkeiten im Sinne von materiellen Dingen, Häuslichkeiten. Vielleicht hast du mit jemandem ein Haus, eine Firma oder irgendetwas, was dich hier an diesen Mensch bindet. Und deshalb möchtest du das nicht öffentlich machen, aber im Grunde, tief in deiner Seele, hast du dich eh schon dafür entschieden, weil ich sehe das auch hier mit dem Stern. Hier liegt schon die absolute Klarheit und diese Klarheit ist auch tief verwurzelt in dir selbst. Und du weißt auch, dass wenn du diese Klarheit jetzt verdeutlichst, indem du darüber sprichst oder indem du hier diese Entscheidung vielleicht auch für oder gegen einen Vertrag fällst, ja, dass dich das auch richtig voranbringt. Also du bewegst dich sozusagen aus deiner Komfortzone heraus. Ich muss so gerade so schmunzeln und so lachen, weil es ist auch voll mein Thema, diese Wochen und Tage. Das Ende der Komfortzone ist erreicht, ja, und jetzt geht es eben ins Unbekannte, ins kalte Wasser. Das ist immer unangenehm. Aber Leute, ich kann euch nur eins sagen, wenn man den Mut besitzt, Dinge zu tun, auch wenn andere dagegen wettern, ja, und gerade auch dann, wenn du
Es gibt doch dieses Lied von Xavier Naidoo, dieser Weg wird kein leichter sein, er wird steinig und schwer, nicht mehr viele werden mit dir einig sein, ja? Merk dir mal diesen Spruch und ich kriege gerade Gänsehaut des Todes, ja, weil ich das gesagt habe. Das wird also für einige hier wirklich wichtig sein. Wenn das so ist, schreib es mir auch gerne mal in die Kommentare. Und wenn das so ist, dass Menschen in deinem Dunstkreis mit dir nicht mehr einig sind, wie du dich vielleicht entscheidest, ja, oder die dich zweifeln lassen für etwas, wofür du dich, wie gesagt, eigentlich schon lange entschieden hast, ja, dann hau raus das Ding jetzt. Sag einfach den Leuten, was Masse und was Sache ist, ja. Und weil so kommst du eben auch in deine Wunscherfüllung. Es ist nämlich auch gut möglich, dass hier einige Schützen sich hier so sehr etwas wünschen. Vielleicht einen Partner auf Augenhöhe, vielleicht endlich den Beruf oder die Talente leben zu dürfen, die man in sich trägt. Aber du wirst es so lange nicht erreichen. Du wirst diesen Mensch nicht bekommen und auch nicht diese Arbeitsstelle, solange du den Weg, den Pfad, nachtrampelst, den andere schon vor dir getrampelt sind. Du musst dir immer deinen eigenen individuellen Wert oder Weg erschaffen, weil jeder von uns ist individuell. Und was das Kollektiv will, das sollte dich mal überhaupt nicht interessieren. Ich weiß, ich rede auf meinem Kanal hier ziemlich hoch schwingend, was solche Themen angeht. Und ich weiß auch, dass mir da viele nicht folgen können. Also auch ich habe wieder auch da das Thema. Aber ich weiß auch, wenn ich nur einen Mensch oder nur einen Schütze mit dieser Aussage erreiche, dem ich den letzten Kick oder den letzten Tritt in seinen Arsch geben kann, damit er losgeht, loslässt und Dinge aufgibt und sich selber verwirklicht, dann wirst du sehen, dann sind die Pfade der Göttlichkeit offen für dich, ja? Dann kommst du in diese 10 Münzen-Energie oder auch in diese 10 Kelche-Energie, die die absolute materielle als auch emotionale Fülle quasi dann in deinem Leben erscheinen lassen. Und das kann hier auch sehr gut auch auf beruflicher Ebene sein. Vielleicht zweifelst du auch daran und du sagst dir, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Job wirklich hinschmeißen sollte, weil ich weiß nicht, ob ich es drauf habe, das andere durchzuziehen. Oder ich weiß nicht, ob ich gut genug bin für das andere. Du bist gut genug dafür. Guck mal, du siehst dich doch unterbewusst schon als die Herrscherin, aber du glaubst es dir noch nicht zu 100%. Ne? Das ist halt auch so dieses verschlossene Buch, was hier noch so liegt. Das ist so dein Kapitel, was du noch gehen darfst, ja. Das ist dieser Wachstumsprozess, in dem du gerade steckst, ja. Aber vertraue dir und lasse los. Erst durch das Loslassen erfahren wir wirkliche Fülle, ja. Es kann hier auch für dich um Freundschaften gehen, um Themen, Vertrauen, Loyalität in dem August. Vor allem auch in der 3. Augustwoche sehe ich das hier vornehmlich. Und es ist auch hier gut möglich, dass du hier auch mit dem einen oder anderen Freund, Bekannten oder auch Verwandten hier mal ein klärendes Gespräch führen wirst, hinsichtlich deiner Wünsche, deiner Träume. Du hast doch auch schon viel erlebt. Du weißt doch, was Sache oder was Masse ist im Leben, ja? Und deswegen steht dazu, den Weg, den du gegangen bist, den bist halt du gegangen. So musstest du das leben, damit du da bist, wo du jetzt bist, ja. Und diese Unklarheiten verschwinden auch nach einer sehr langen Zeit. Das ist hier auch eine karmische Sache gewesen, weshalb vielleicht für dich auch eine sehr lange Zeit nichts voranging oder auch gerade jetzt stagniert, ja. Wir haben hier super viele Stagnationskarten. Wir haben als letzten, haben wir hier den Gehängten, dann haben wir noch die 4 der Schwerter, wir haben den Turm. Und ja, also auch 3 der Münzen und 6 der Kelche sind auch Karten, die sehr zäh sind, ja, weil hier geht es auch immer darum, etwas zu verstehen, eine Erkenntnis zu erlangen. Und diese Erkenntnis wird dich in den Frieden und in die Harmonie bringen und auch in die Sexualität. Wenn du dir einen Partner hier auf Augenhöhe wünschst und du sagst, ich bleib lieber so lange Single und alleine als in schlechter Begleitung, dann hast du schon mal auf jeden Fall beide High Five von mir, ja, für dieses Standing oder für dieses Meaning. Und vielleicht ist das eben eine deiner Prüfungsaufgaben im August,
Damit du wieder in den Frieden und in deine Harmonie findest, indem du zu dir stehst und indem du diese Blockade in deinem Leben jetzt selbst auflöst, indem du sagst, so und so sieht's aus, den und den Weg werde ich jetzt hier gehen. Und ob andere jetzt damit d'accord sind oder nicht, das ist mir genau Bums, ja. Viele, die hier zusehen, werden auch tatsächlich Single sein. Auch wenn man hier meinen könnte, das ist doch offensichtlich, dass es hier ein Paar oder eine Beziehung ist. Das muss gar nicht sein. Vielleicht hast du einen Herzensmensch oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du hier eine sehr lange Zeit einen Herzensmensch gehabt und es war deine absolute Wunscherfüllung, aber du merkst irgendwie so langsam, aber sicher, wie dir deine Augen geöffnet werden von diesem Menschen, ja, dass der gar nicht so toll ist, wie er sich immer präsentiert hat. Und auch da wieder das Thema Authentizität, ja. Wer ist denn hier in deinem Umfeld, falls du es nicht selber bist, hier jemand, der hier einfach eine falsche Schlange ist, der hier Masken trägt, der hier dich in Unklarheiten lässt und das auch ganz bewusst, damit er dich in diesem Gedankenstrudel lässt, dir immer wieder Selbstzweifel sät, ja. Das könnte hier auch wirklich eine toxische Person sein für einige wenige, ne? Also jetzt bitte keine Panik kriegen. Also deine Stagnation, dein Dornröschenschlaf in Sachen Liebe wird jetzt hier beendet. In dem Moment, wo du dich für dich selbst entscheidest, wo du dafür entscheidest zu sagen, ich baue mir mein nice geiles Leben auf, komme was wolle. Ich brauche dafür niemanden außer die Zustimmung von mir selbst, ja? Und dann schaffst du es hier von der 9 Münzen von einem glücklichen Single in die 10 Münzen in die absolute Wunscherfüllung und auch Stabilität in Sachen Beziehung und Ehe. Oder auch Vertraglichkeiten. Weil das, was hier bei dir auf dem Tisch liegt, wenn das ein Vertragsangebot ist, du solltest dir das unbedingt genauer ansehen, weil das ist echt sensationell, was es dich, in welchen Wachstumsprozess dich diese Energie hier bringen wird, wenn du den Mut auftreiben kannst, hier eben auch etwas loszulassen. Und etwas komplett neu zu beginnen. Lieber Schütze, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung weiterhelfen. Wenn das der Fall ist, gib mir bitte einen Daumen hoch. Kommentier gerne unter meinem Video, was auch immer dich umtreibt. Teil gerne meine Videos. Und falls du es immer noch nicht gemacht hast, lass mir bitte unbedingt ein kostenloses Abo da. Hier in der Mitte kannst du dies nochmal tun. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe, viel Mut und viel Authentizität. Bis ganz bald. Namaste.